Die Kontaktsperre ist vermutlich die wirkungsvollste Technik, wenn du deinen oder deine Ex zurückgewinnen möchtest. Und nahezu alle, die mit dem Ex wieder glücklich zusammen sind, haben auch eine Kontaktsperre gemacht. Ich bin Dr. Stefan Kraft, ich bin Gründer und Experte bei Szenario 2 und in diesem Video schauen wir uns an, welche psychologischen Phasen der Ex während der Kontaktsperre durchläuft und wie diese Phasen dafür sorgen, dass die Kontaktsperre so effektiv ist. Insgesamt gibt es 4 solcher Phasen und wir starten gleich los mit der ersten Phase, nämlich der sogenannten Erleichterungsphase. Für unsere Zuseher, Leser, Kunden und Klienten ist es oft sehr schmerzend, wenn sie merken, dass es dem Ex nach der Trennung vermeintlich viel besser geht. Das ist für einen selber oft kein angenehmes Gefühl. Und man nimmt es dann oft auch persönlich und denkt sich, naja, anscheinend hat dem Ex die Beziehung ja gar nichts bedeutet. Wie kann es denn sein, dass es ihm oder ihr jetzt so gut geht? Um das ein bisschen besser zu verstehen, versetzen wir uns mal in den Ex hinein. Er oder sie ist nach der Trennung als erstes mal erleichtert, eben diese Trennung tatsächlich durchgezogen zu haben. Und da ist man mal kurzfristig ein bisschen fröhlich, weil man nun vermeintlich alles nicht mehr hat, was schlecht war in der Beziehung. Denn eine Trennung ist ja in der Regel auch eine Lösung für ein Problem in der Beziehung, für das man keinen Ausweg mehr gefunden hat. So wie es eben bei kleinen Kindern ist, die nicht gemeinsam spielen können, wo man dann sagt, du spielst mal dort drüben und du spielst dort drüben. Und natürlich, ich weiß, du bist mit der Lösung nicht einverstanden, weil du möchtest die Trennung nicht. Aber für den Ex ist es jetzt nun mal leider so, dass er sich für die Trennung entschieden hat, auch wenn es dir gerade wehtut und du das so nicht hören möchtest. Und wenn du diesen Kanal schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du ja auch, dass Lena und ich immer darauf hinweisen, dass du am Ex nicht nachlaufen solltest. Denn dadurch wirst du sehr schnell zum sogenannten Creepy Ex und du verlängerst beim Ex gewissermaßen dann diese Erleichterungsphase. Oftmals bis zu einem Punkt hinaus, wo der Ex dann tatsächlich in dieser Erleichterungsphase stecken bleibt. Welche Auswirkungen das noch haben kann, wenn du dem Ex hinterherläufst, das erklärt er übrigens in diesem Video da oben. Also, wenn du dem Ex nachläufst, dann sieht der Ex die ganze Zeit, wir haben ja tatsächlich ein Problem gehabt, mein Partner oder meine Partnerin ist ja wirklich extrem anstrengend. Nicht mal nach der Trennung versteht das. Gott sei Dank bin ich jetzt weg und Gott sei Dank habe ich die Beziehung hinter mir. Nämlich je länger diese Erleichterungsphase dauert, und die dauert umso länger, je mehr du zum Creepy Ex wirst, desto größer wird die Distanz zwischen euch und desto schwerer wird es schließlich dann in die Vermissensphase. Kommen wir auch noch in diesem Video, um schließlich dort anzukommen. Schlimmstenfalls geht es eben dann genau so weit, dass der Ex eine Mauer hochzieht, dich blockiert und dann sind deine Chancen relativ gering, wieder zusammenzukommen. Aber weil wir eben auch gerade von Chancen sprechen, am Blog von Szenario 2 gibt es unseren kostenlosen Ex-Zurück-Chancentest. Damit kannst du easy cheesy herausfinden, wie die Chancen in deiner Situation stehen und vor allem auch, wie die Chancen stehen, um wieder zusammenzukommen. Zusätzlich erfährst du am Ende von diesem Test auch noch konkrete Vorschläge, wie du weiter vorgehen kannst, basierend auf deinen Antworten. Wenn du diesen Test also noch nicht gemacht hast, dann klick gern oben dahin und du wirst dann gleich zum Test weitergeleitet, mit dem du eben abschätzen kannst, wie die Aussichten auf eine zweite Beziehung mit dem Ex für deine spezielle Situation sind. Damit kommen wir aber schon zur zweiten Phase, die der Ex während der Kontaktsperre durchläuft, nämlich der sogenannten Vermeidungsphase. In dieser Phase tut man sie mal großteils ablenken. Das heißt, man versucht da, die Trennung mal wegzuschieben. Man ist noch nicht im Vermissen drinnen, aber man ist mal okay, dass alles irgendwie passiert ist. Und auch da berichten uns sehr viele Klienten oder auch Zuseher entsetzt, dass sie beim Ex bemerken, dass er sie irgendwie gar nicht wirklich mit der Trennung beschäftigt. Entweder weil er oder sie ständig Party macht oder ständig fortgeht oder irgendwo auf Urlaub hinfährt oder sie ständig irgendwo im Internet rumtreibt. Und auch da denkt man sich, wie kann der Ex denn nur so dreist sein, oder? Weil man selbst wird sich ja wünschen, dass der Ex zumindest ein bisschen am Boden zerstört ist. Aber so wie es scheint, ist es so, dass es dem Ex immer noch richtig gut geht die ganze Zeit. Und das passiert deswegen, weil der Ex jetzt quasi die Erleichterung gespürt hat, derzeit immer noch nicht das Positive der Beziehung sieht, eben weil es ja noch negativ ist, und weil der Ex derzeit noch im Bias der Entscheidung gefangen ist.
Das heißt, der Ex genießt die neu gewonnene Freiheit jetzt mal und geht einfach mal sehr stark ins Außen und versucht, sich selbst nach der Trennung mal wiederzufinden, sich zu spüren und mal mit allem klarzukommen. Insbesondere auch, weil die Trennung eine komplett neue Situation schafft. Und erst wenn der jetzt mal ein bisschen ruhiger wird, wenn der Ex mal bei sich selbst ankommt, erst dann beginnt man in der Regel mal zurückzudenken. Und denkt sich dann sowas wie, ah, so war das also damals. Oder cool, früher haben wir das also auch noch irgendwie gemeinsam gemacht. Und dann in dieser Zeit wird man dann oft auch ein bisschen selbstkritisch und denkt dann sowas wie, naja, eigentlich hätte es gar nicht so weit kommen müssen, dass wir auseinandergehen. Und genau diese Gedanken sind dann der Übergang zur dritten Phase, nämlich der Reflexionsphase. Diese gewonnene Freiheit nach einer Trennung, die wird aber irgendwann mal normal. Und sobald das passiert, fängt man mal an nachzudenken, was denn da jetzt so wirklich alles passiert ist. Das schaut jetzt nicht genauso aus, wie es klingt, wo sich der Ex dann irgendwie hinsetzt und dann in Ruhe da mal über alles nachreflektiert. Diese Reflexionsphase, die passiert oft nur nebenbei, insbesondere auch schon, wenn man sie gerade noch stark ablenkt. Kann aber auch tatsächlich schon während der Vermeidungsphase ein bisschen einsetzen. Das ist ganz wichtig hier bei diesen Phasen. Die können, aber die müssen nicht streng chronologisch nacheinander ablaufen, sondern die können da auch zum Teil ein bisschen ineinander greifen, also quasi parallel zueinander ablaufen. Also in dieser Phase jetzt beginnt der Ex zu hinterfragen, was denn wirklich geschehen ist und oft auch, was der eigene Anteil an diesem Geschehenen ist. Und wenn der Ex von sich aus eh schon so ein bisschen ein Plappermaul ist, dann wird er oder sie das irgendwie mit anderen besprechen, mit Freunden, mit Verwandten, mit Arbeitskollegen vielleicht. Wenn der Ex hingegen eher wortkarg ist, dann wird er oder sie das vermutlich, also dieses Reflektieren, nur in den eigenen Gedanken machen. Das heißt, man kriegt das dann von außen vielleicht gar nicht so wirklich mit, aber es passiert dann halt eben verstärkt im Inneren. Während der Reflexionsphase ist der Unterschied aber jetzt, dass man eben nicht mehr in diesem Schimpfen über die Beziehung ist und in sich selbst bestätigen, dass man jetzt endlich die Trennung durchgezogen hat, wie eben bei den vorherigen Phasen, sondern in dieser Phase beginnt der Ex jetzt, das Ganze ein bisschen globaler zu sehen, also von einer Metaebene auf das Ganze zu blicken und wird dann auch dabei sein, das eigene Tun, den eigenen Beitrag ein bisschen zu hinterfragen. Und erst wenn das soweit ist, wenn der Ex also kritisch sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt und auch mit dem eigenen Beitrag, den er vielleicht daran hatte, erst dann ist der Übergang geschaffen für die letzte Phase, nämlich die sogenannte Vermissensphase. Und in der Vermissensphase ist der Ex dann angekommen, wenn er oder sie draufkommt, dass du dich noch nicht gemeldet hast und da sie beginnt sich zu fragen, was denn du jetzt eigentlich so machst die ganze Zeit. Und natürlich, der Ex hat dann durch das Reflektieren, was ja vorher schon passiert ist, auch gemerkt, welche positiven Dinge jetzt plötzlich auch durch die Trennung wegfallen. Und diese positiven Dinge, was ihr beispielsweise immer gemeinsam gemacht habt oder gemeinsame Routinen von euch, diese positiven Dinge, die fallen weg und die vermisst man dann natürlich auch. Aber das geht eben nur, weil mittlerweile alles schon ein bisschen ganzheitlicher geklärt ist und man es ganzheitlicher sehen kann. Sodass letztlich auch möglich wird, dass man für sich zugeben kann, das vermisse ich jetzt. Oder wo sich der Ex denkt, naja, es wäre schon cool zu wissen, was sich eben bei dir so tut. Aber erst in dieser Phase kann man eben diese Gedanken erst wirklich zulassen. Vorher schiebt man die meistens weg oder tut die zudecken. Psychologisch ist es ja auch eine sehr interessante Position. Nämlich dort, wenn man gewissermaßen neugierig wird, was der andere eben so tut, obwohl man selbst die Beziehung beendet hat. Und da auch ein kleines Achtung, das wird jetzt nicht so sein, dass der Ex nun da quasi einen Schalter umlegt bei ihm oder ihr im Hirn und dann eine Nachricht irgendwie sowas kommt wie, ich vermisse dich und lass uns wieder zusammen sein. Vielmehr wird der Ex innerlich empfänglicher und bereiter, falls eben dann Kontakt mit euch passiert und wenn der dann langsam wieder anläuft, dass der Ex dann auch wohlwollender eben auf deine Nachrichten, auf deine Testfragen, auf deine Eisbrecher und so weiter reagieren wird, als wenn der Ex vielleicht noch in der Vermeidungsphase stecken würde. Und deswegen ist auch das Folgende sehr wichtig für eine Testfrage. Vielleicht ganz kurz, was eine Testfrage ist, das erklärt die Lina oben in diesem Video da. Nämlich, wenn man den Ex anschreibt, dann sollte man ihn oder sie mindestens in der Reflexionsphase erwischen. Idealerweise schon in der Vermissensphase. Idealerweise nicht, aber in der Phase 1 und 2. Also nicht in der Erleichterungsphase oder in der Vermeidungsphase.
Deswegen ist die Testfrage ja auch sachlich angelegt, oder? Weil wir eben nicht genau wissen, wo in welcher Phase der Ex gerade steht. Und mit einer sachlichen Frage kann man mal so ganz vorsichtig abchecken, ob der Ex tatsächlich schon in der Reflexionsphase oder vielleicht sogar in der Vermissensphase angekommen ist. Weil dann ist auch der weitere Kontakt natürlich ein bisschen positiver in der Regel und man kann da auch schneller vorgehen dann. Oder natürlich auch mit der Testfrage kann man mal auch feststellen, ob der Ex denn vielleicht noch in der Vermeidungsphase steckt. Weil dann kriegt man oft eben die von uns beschriebene negative Antwort, wo der nächste Schritt ja dann nochmals weiter Kontaktsperre ist. Vielleicht einmal ganz kurz zu den Zeitdauern, wie lang jetzt die jeweiligen Phasen beim Ex dauern werden. Das sind ja insgesamt 4 Phasen und die Kontaktsperre, empfehlen wir ja, soll in aller Regel 4 Wochen dauern, also 30 Tage. Und da könnte man annehmen, irgendwie, dass der Ex pro Woche so ungefähr eine Phase durchläuft. Wahrscheinlich wird es irgendwie so sein, aber natürlich kann es auch davon abweichen und wird vermutlich auch davon abweichen. Wie gesagt, oft laufen auch Phasen parallel ab, also die Vermeidungs- und die Reflexionsphase insbesondere. Manchmal ist es bei Ex-Partnern auch so, dass die nur einen Tag für die Reflexionsphase brauchen und dann relativ schnell eben schon in die nächste voranschreiten können. Aber so mal ganz grob, Daumen mal Pi, kann man mal so sagen, ungefähr pro Phase so eine Woche herum. Und natürlich spielen auch äußere Faktoren noch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn man noch Sachen austauschen muss oder vielleicht auch noch vieles klären muss nach der Trennung. Deswegen sagen wir immer, alles, was möglich ist, mal erledigen nach der Trennung. Da natürlich schon wenig Kontakt. Und erst wenn das Organisatorische geklärt ist, dann wirklich voll in die Kontaktsperre starten, damit der Ex auch tatsächlich diese Phasen wirklich durchlaufen kann. Weil, wie du ja weißt, ist die Kontaktsperre nur ein einziges Element am Weg zurück in die Beziehung mit dem Ex. Welche Elemente es dort noch gibt, also welche Strategie du anwenden musst, um endlich mit dem Ex wieder zusammen zu sein, das erkläre ich dir in meinem kostenlosen Ex-Zurück-Crashkurs. Mehr dazu und wie du dir den Zugang zum kostenlosen Crashkurs sichern kannst, das erfährst du, wenn du da auf den Link unter mir klickst. Das war's dann hier von mir. Tschüss, Baba und vielleicht bis gleich im Crashkurs.